freue mich sehr, dass Sie heute alle so zahlreich erschienen sind und dass Sie beschlossen haben, das Wetter als sommerlich zu betrachten. Das Gehirn ist kein Bunker, aber draußen herrscht Krieg. Um alles, was maßlos ist, Glaube, Geschlechter, Glück, Geld. Das Hirn gibt nie Ruhe. Es protestiert, prozessiert immerfort. Das andere ist, dass immer, wenn wir den Nazi-Vorwurf ziehen oder diese Analogie zum NS, dann bin ich wirklich felsenfest davon überzeugt, dass wir die halbe Arbeit der Rechtsextremen selber machen. Festzuhalten ist, dass es um eine Entmilitarisierung geht, des Geistes auch. Dass wir in einer Gesellschaft leben und vielleicht klingt das groß oder zu groß, aber ist mir jetzt eigentlich wurscht, die wieder versucht, eigentlich alles in diese Kategorien zu treiben, von eben Ordnung, Sicherheit, von Mann, Frau und in dieser Figur des Sultan Kartes wird eigentlich vieles wieder aufgebrochen. Als die Familie Tschepanow am nächsten Morgen aus dem Zug stieg, tat die Welt so, als würde sie stehen bleiben, aber unter Alis kleinem Körper schaukelte es weiter. Das Hähnchenfett zitterte ihr im Rachen, kletterte aus dem Magen wieder zurück in ihren Mund. Vielleicht war das Essen auch schlecht geworden auf dem Tisch im warmen Waggon. Anton grinste und hatte nichts, aber aus Ali wollte das Hähnchen wieder raus, auf die Schuhe des Mannes, der dem Vater gerade die Koffer abnahm. Onkel Leonid, der gekommen war, um die Ausreisenden oder Einreisenden abzuholen, je nachdem von wo man aus schaute, um sie erstmal nach Hause zu bringen, erstmal zu sich und dann zu den Behörden. Der wundervolle Onkel Leonid stand vor ihnen und breitete die Arme aus und Ali kotzte ihm auf die Schuhe das ganze halbe Hähnchen, das sie gerade gegessen hatte und fiel selber hin. Durch Betrachtung der Natur kommt man zur Erkenntnis, zum Wesen der Dinge und auch zur Selbsterkenntnis. Also da spielt eine Rolle. Es geht ganz viel um die Betrachtung der Kiefern, um Projektion, um Wirklichkeit, um Illusion, um die Frage nach, ja, was ist Traum, was ist Einbildung, was ist das wirkliche Leben. Sie könnten sich mehr sich selber überlassen. Sie könnten sich weniger gut dargestellte Vorgänge als wirklich vorstellen. Die Vorgänge hier wären Ihnen weniger wirklichkeitsnah. Im Stehen könnten Sie zum Beispiel weniger gut auf der Bühne dargestelltes Sterben als wirklich vorstellen. Sie wären weniger starr. Sie wären weniger starr. Sie könnten mit Ihren Gedanken an zwei Orten. An zwei Orten zugleich sein? Sie könnten in zwei Zeiträumen leben. Wir waren eigentlich auch eine Gruppe von Autoren, die zusammen eine Zeitschrift gemacht haben. Die Zeitschrift hieß Moosbrand. Das war zuerst eine selbstverlegte Zeitschrift Anfang der 90er Jahre. Die Lesungen fanden bei uns zu Hause statt. Die Autoren haben gelesen, die Texte wurden eingesammelt, dann wurde das Heft gemacht. Und ein bisschen später hat Gerhard Wolf, Janus Press, diese Zeitschrift, diese selbstgemachte Zeitschrift dann übernommen. Sie behauptete, im Dienste der Arbeiter zu stehen und wollte dich gleichzeitig in einer komplett aus Büchern bestehenden Wohnung mit Blick aufs Meer von ihrem Zimmer aus herumkommandieren, wollte dir sagen, wie du es mit deiner Arbeit halten solltest, traf an deiner Stelle Entscheidungen und hatte schon eine Lösung parat, falls du auf der Straße landen solltest. Wenn ich will, du falsche Schlange, lag es Lila auf der Zunge, schlage ich alles viel gründlicher kaputt als du. Ich habe es nicht nötig, dass ausgerechnet du mir mit deinem scheinheiligen Stimmchen erzählst, was ich denken und was ich tun soll. Aber sie nahm sich zusammen. Noch ein letzter Blick aus dem Fenster. Es gab da unten nichts, was er nicht kannte, und nun musste er ausziehen, weil eine andere Zeit gekommen war. Und jetzt sah er, tatsächlich, da unten lief ein Schwein.
mitten in Brüssel, in Saint-Catherine. Es musste von der Rue de la Brée gekommen sein, lief den Bauzaun vor dem Haus entlang. De Vriend beugte sich aus dem Fenster und sah, wie das Schwein nun rechts an der Ecke zum Vieux Marché, einigen Passanten ausweichend, beinahe vor ein Taxi lief. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Bedürfnis nach Rache ein sehr, sehr starkes Gefühl sein kann. Hatte das Bedürfnis, das mal aufzuschreiben, mal eine Figur zu erzählen, die Rache nimmt. Und insofern muss meine Hauptfigur sich damit mal auseinandersetzen. Unabhängig davon glaube ich, dass strukturell bedingt ja die unangenehmen Dinge immer von oben nach unten durchgereicht werden. Und ich finde es fast verwunderlich, dass die, die unten am Ende diese Karre Mist entgegennehmen müssen, dann da nicht öfter gegen aufbegehren. Und letztlich geht es in Béton Rouge darum, dass das immer schön von oben nach unten durchgereicht wird. Mein Wunsch wäre, dass mal mehr Leute sich dagegen wehren, gegen das, was da so durchgereicht wird. Das ist ein wunderbarer Abend. Und Sie sitzen jetzt hier und hören drei Kriminalschriftstellern zu. Das hat es vorher nie gegeben. Das Surkamp Verlag ist der erste Verlag, der es schafft, ja, dass hier drei Typen sitzen, zwei Typen und wunderschöne Frau über Kriminalliteratur. Ja. Hey, Joe, ja, wann gab es das vorher? Ja. Nie in der deutschen Verlagsbranche. Niemals, kein Verlag hat sich getraut, Krimi-Autoren sozusagen zur Primetime hier hinzusetzen und zu sagen, hey, erzählt uns was. Ja. Vielen Dank. Das finde ich eigentlich schon ganz schön. Ja, Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Viel Spaß mit der bolschewistischen Kurkapelle und einen schönen Abend und eine schöne Nacht.